Hallo zusammen. Also, dann wünsche ich euch allen natürlich von ganzem Herzen auch mal eine schöne Weihnachtszeit. Einen guten Rutsch sicherlich auch schon, weil wir uns bestimmt nicht nochmal hören werden. Wir haben gerade mächtig zu tun mit dem Umzug. Ihr seht es im Hintergrund, es ist nicht mehr die grüne Couch, es ist jetzt woanders. Ja, ganz kurz nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die mich in diesem Jahr unterstützt haben. Die vielen, vielen Freunde, die hier irgendwo immer parat waren, wenn irgendwo die Hütte gebrannt hat und man irgendwo Unterstützung brauchte. Tausend Dank dafür. Man hat in diesem Jahr ganz, ganz viele interessante Leute kennengelernt. Manche sind auch leider wieder aus dem Leben verschwunden. Das ist aber wahrscheinlich einfach so. Dafür hat man viele, viele neue kennengelernt und tausend Dank dafür. Ich hoffe, ich habe in meinen Videos ein bisschen dazu beigetragen, dass in Nienburg die Kommunalpolitik mal wieder ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Viele schreiben ja auch immer, Mensch, sonst hätten wir das alles gar nicht erfahren, was da so passiert. Das ist mir auch wichtig, dass die Leute das erfahren, das wisst ihr ja. Ich habe mal so ein bisschen vorgestern so durchgeguckt in der ruhigen Minute. Es sind 121 Videos, glaube ich, geworden und insgesamt 440.000 erreichte Personen. Also das ist wirklich ganz, ganz klasse. Das zeigt mir halt auch, dass kommunalpolitische Themen auch interessant sein können. Gut, Nienburg ist jetzt speziell, da passiert ja nur wirklich verdammt viel. Ich habe ja auch überall meine Vögelchen irgendwie, die mir schon wieder gezwitschert haben, dass schon wieder die nächste Geschichte gegen mich in Vorbereitung ist. Also anwaltlich müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Also solange es immer nur Gerüchte sind, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, es war halt auch kein einfaches Jahr, so das letzte halbe Jahr, weil man ja doch irgendwo auch zum Gericht muss und sich da irgendwo mit dem Anwalt rumschlagen muss. Das ist immer nicht so schön. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal Weihnachten. Jetzt genießen wir die Zeit mit unseren Familien. Und das wünsche ich euch allen auch. Und dann werden wir uns sicherlich im neuen Jahr nochmal hören. Alles Gute für euch. Bleibt gesund. Genießt die Zeit mit euren Familien. Und wir sehen und hören uns. Bis dann. Alles Gute.